So, Salam alaikum, meine Lieben. Ich hatte heute Nacht irgendwie einen Traum. Bin dann heute Morgen aufgewacht. Das ist jetzt kein Scherz und dachte so, das machst du jetzt einfach mal. Setz es einfach ganz schnell um, weil wenn du das innerhalb von 72 Stunden nicht umsetzt, dann vergisst du das und dann wird das einfach nichts. So, und deswegen habe ich mich jetzt sofort dran gemacht. Es geht um Instagram. Hat jeder Instagram? Ist dieses App kostenpflichtig? Kann man das im Internet verfolgen? Das weiß ich gar nicht jetzt so genau, aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Insta-Video. Das heißt, ich poste ein paar Bilder aus meinem Instagram-Account und kommentiere diese sozusagen mit einem Oft. Das ist wirklich jetzt einfach so entstanden. Ich hoffe, das hat jetzt noch niemand gemacht. Ja, lasst mich doch einfach wissen, wie ihr das jetzt findet. Wenn ihr Kommentare zu bestimmten Fotos schreiben wollt, schreibt einfach die Nummer von dem Foto dahin, dann weiß ich, kann ich das so ungefähr zuordnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und lasst mich bitte wissen, wie euch das gefällt. Also, los geht's! So, fangen wir doch an mit dem ersten Bild. Das erste Bild ist über den Dächern von Bursa und das war zu Ramadan und das ist auch schon wieder vorbei. Das nächste Bild, oh mein Gott, lecker Karamellpopcorn. Wer das noch nicht probiert hat, dem poste ich den Link in die Infobox. Dort könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und guckt euch diese Knutschis-Fnuffis an. Das sind meine beiden Meerschweinchen, Toffik und Topatsch. Und sind sie nicht einfach knuffig? Ich liebe sie so. Das bin ich und Basti. Basti ist einer meiner besten, beziehungsweise mein bester Freund und ich liebe dich. Das bin ich mit 16 am Strand von Ajvardek und total happy braun gebrannt. Und das bin ich auch mit 16. Alles mit 16. Hier meinte ihr, ich sehe aus wie Keira Knightley. Ja. Hier wie Vamp. No, not. Das war das Highlight meiner Woche. Michelle Phan hat mir geantwortet. Das habe nur ich euch zu verdanken. Ihr seid echt spitze und das war echt Hammer. Ich freue mich wirklich sehr. Dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, du rauchst seit einem Jahr 8 Monaten 4 Tage nicht mehr. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Hier meintet ihr, wow, du hast so abgenommen. Not, das ist mein fetter Bauch. Das sind die neuen Nagellacke von Pastel und die sind so sandig und die mag ich total gerne. Und so sieht es übrigens aus, wenn ich Besuch hatte und die Teller stapeln sich und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das ist meine allerliebste Ray-Ban-Brille. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, sie sieht einfach nur toll aus. Und diese Klangschalentherapie, die hat, ich sag's euch, mein komplettes Leben verändert. Ja, und mit dem Samsung kann auch nur Ebro im Apple Store telefonieren bzw. fotografieren. Yeah. Das bin ich mit Fulia. Man sieht, dass es Fulia ist, aber bei mir erkennt man es leider nicht. Und hier kommt nochmal mein lieber Basti. Ja, best friends forever. Oh Gott, wie du da noch aussiehst, oh mein Gott. Dieses Foto habe ich gepostet, weil es immer diese Meckerer gibt und hier sieht man einfach mal gar nichts. Ja, nichts zu meckern. So sehe ich morgens aus, wenn ich mit nassen Haaren geschlafen habe. Also eine kleine Katastrophe. Und so sieht es aus, wenn ich nicht mit nassen Haaren geschlafen habe. Was für ein Unterschied. Wir neigen uns zu dem Ende. Dieses Mal ist mein zweites Lieblingsmodell Ray-Ban. Und sieht die Brille nicht einfach schön aus? Und hier seht ihr den Unterschied von 10 Kilo. Das macht schon einen Riesenunterschied. Ja, kennt ihn wer? Das ist Okans Onkel. Yıldırım, ich liebe ihn über alles. Er ist einer der nettesten Menschen auf Erden. Und das war mein erstes Instagram-Bild. Ich wusste nicht, was das ist und ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann sagt mir bitte Bescheid und lasst mich bitte wissen, wie es euch gefallen hat. Ich drück euch. Tschüss!